Die Ära Strömwall ist Vergangenheit. Die Gegenwart hört auf den Namen Mike Stewart. Der gebürtige Kanadier gibt gegen die 99ers sein Debüt auf der Villacher-Trainerbank und sieht bereits zu Beginn stark aufspielende Adler. Jonathan Furland mit der Chance zur Führung. Der Kanadier scheitert jedoch an Fabian Weinhandl. Der 28-Jährige profitiert hier von einer Unachtsamkeit von seinem Landsmann Nick Kuiper, kann sie jedoch nicht ausnützen. In der Folge jedoch auch die Villacher mit einem Abspielfehler. Patrick Harrand mit dem Breakaway. Bernhard Starkbaum hält jedoch seinen Kasten sauber. Es bleibt beim 0:0. Fliegender Wechsel in das zweite Drittel. Die Grazer weiter am Drücker. Und auf einmal steht es 1:0. Warren Norris darf sich hier bejubeln lassen. Der Kanadier lenkt den Puck unhaltbar ins Tor. Keine Minute später, die 99ers lassen nicht locker. Markus Peintner tankt sich hier über die rechte Seite durch, hat das Auge für Ibera und es steht 2:0. Der VSV unter Schock und Ibera darf sich über seinen 10. Saisontreffer freuen. Die Villacher beweisen jedoch Moral und kämpfen sich im Schlussdrittel wieder heran. Mitchell versucht es aus der Distanz und Kaspitz verwehrt der Beabstauber. 1:2. Die Kärntner also wieder zurück im Spiel. Wir springen in die Schlussphase. Der VSV drückt auf den Ausgleich. Michael Raffel versucht einen Bauerntrick, scheitert jedoch an Schlussmann Fabian Weinhandl, der sich hier ohne Rücksicht auf Verluste ins Geschehen wirft. Der Grazer Goalie kann in Folge jedoch weitermachen. Die Schlussminute läuft. Die Villacher kommen aus der eigenen Spielhälfte einfach nicht heraus. Katastrophaler Fehlpass der Adler. Jean-Philippe Paré macht den Sack zu. 3:1 für die Grazer. Das war's. Warren Norris fängt hier einen Abspielfehler von Roland Kaspitz ab und bedient danach ideal seinen Landsmann. Grazer Jubel also in Villach. Die Steirer vermiesen damit das Trainerdebüt von Mike Stewart. Ja, wichtiger Sieg. Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben doch jetzt zwei sehr schlechte Spiele abgeliefert und heute waren wir unter Zugzwang und jeder hat Charakter bewiesen, für ihn eine super Leistung gebracht und Stefan Herzog ist auch wieder zurück. Das hat uns auch sehr gefreut und ja, wichtige zwei Punkte natürlich. Ja, ich glaube, das knackt uns gebrochen. Der Doppelschlag im zweiten Drittel. Da waren, glaube ich, impürtig, wenn nicht sogar leicht besser. Und hätten wir sicher den Sieg verdient gehabt, aber leider, wie schon in den letzten Partien, geht voll nichts ein bei uns. Aber ich glaube, wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, auch wenn es leider eine Niederlage war.